Erstmal geht's hier ums Showdown in der Pyramide. Ja, die Pyramide. Ist es spät? Ich bin müde. Da ist die Pyramide. Da müssen wir hin. Harp. Oder Hilfe steht dort. Hilfe, da müssen wir hin. Prinzessin Peach retten. Oh, scharf schubsen. Yay. Oha, hier haben wir einen Kollegen. Von dem wollen wir noch nicht viel. Das ist ein Multimond, Menno. Wie sollen wir denn da bloß rankommen? Später, beruhig dich. Es kommt später noch. Was hast du zu vermelden? Das Brautpaar Bowser und Peach ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen. Na dann, hinterher. Auf ihn. Ein Wort im Inneren ist der Kopfstandpyramide. Okay, müssen wir uns wieder Release zu nichts machen. Und hier über den Abgrund. Alle Münzen werden wir hier nicht sammeln. Hier gibt es wieder ein 8-Bit-Level. Ab in den 8-Bit-Level. Hier hinein. Und hier gibt es ja ein paar Gravitations-Dinge. Das ist an Decken langlaufen. Und die Gravitation ausgestellt. Auf einen Moment. Jetzt müssen wir in die Ecke. Sehr schön. Um hier nicht runterzufallen. Müssen wir ein bisschen Schaden passieren. Hätten wir nicht müssen, aber gut. Rein hier. Eine Münze haben wir übrig gelassen. So. Gumbas besiegender Kopf. Einfallsreichtum ist schön, ist groß, fantastisch, schön groß und fantastisch, ganz genau, da kommen sie raus aus der Röhre, die Gumbas. Ab auf die Spitze, dann geht's wieder in die 3D-Welt raus. Na komm, wir nutzen mal die Kugelwies aus. Da müssen wir erstmal durchkommen. Und dann geht's hier weiter. Na, knappe Aktion. Und hier geht's weiter. Und dann geht's schon raus aus der Pyramide. Noch ein paar Kakteen werfen. Für ein paar Münzen. Vielleicht für ein Herz. Sehr schade, kein Herz. Na dann, raus hier. Hier gibt es ein Herz. Ein Herz für Mario. Und rauf geht's. Da mal wieder ein Bruder zum Kämpfen. Udel am Start. Ihr sucht den Ring der Einheit. Den hat Chef Bowser schon sich gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Und wer bist du denn? Ein weiterer Budel vor dem Haus. Ah ja, verstehe, wir müssen Bomben kicken. Bomben! Na komm. Genau das müssen wir machen. Und jetzt auf die Mütze. Hauen wir den Kaninchen auf die Mütze. Ach, wir müssen ihn auf. Ja, gut.
Auf den Kopf springen natürlich. Das habe ich ein bisschen missverstanden. Auf den Kopf. Auf den Kopf springen. Wenn er ungeschützt ist, der Kopf. Hier ein paar Mützen mitnehmen. Oha. Hey, ist eine Sache für Mario. Oh wei, müssen wir ein bisschen aufpassen. Na komm, hier, und jetzt. Rein damit. Verdammt. Da haben wir gefehlt im Bosskampf. Wir verlieren ein paar Münzen. Zum Glück landen wir hier wieder. Holen uns ein Herz, was nicht viel bringt. Und los geht's. Den Dialog können wir noch skippen. So, jetzt noch ein bisschen Anstrengung zum Schluss. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Und Spiegel stehen. Na komm. Mach keinen Scheiß. So muss das sein. Und jetzt auf die Mütze. Na, nicht die Mütze. Die Mütze hat sich schon abgesetzt. Auf den Kopf. Auf den Kopf kriegt sie was. Oh wei. Jetzt müssen wir nicht ins Feuer geraten. Am besten schießen wir den gleich zurück. Falsche Richtung. Wir warten auf den Zopf. Der da kommt jetzt. Verdammt! Das war schlecht. Schade, dass die Münzen keine Leben zurückgeben. Kein Herzen. Na komm. Und dann wirfst du den Zopf. Jetzt. Gut in der Nähe bleiben und jetzt. Zack. Auf die rüber. Nein! Wie gehst du hin? Hol nicht ab. Verdammt. Da rennt die einfach weg. In den Bomben können wir sie vorher erreichen. Ah nein. Kacke. Ich bin nicht mehr konzentriert hier. Bin nicht mehr bei der Sache. So. Ein dritter Versuch hier. Weil geht's das jetzt, dass wir links liegen. Beziehungsweise rechts. Na komm. So schwer kann das nicht sein. So, wir warten auf den Zopf. Und zack. So, sehr gut. Die Mützen lassen wir erstmal liegen. Das ist wichtiger zu überleben. Feuer verschwinden dann auch irgendwann. So, zurück. Und jetzt. Sehr gut. Zweiten Treffer schon erreicht. Den dritten Treffer müssen wir noch machen. Jetzt wird es natürlich wild. Fuchsig wird's. Das Kaninchen wird fuchsig. Na komm, werf. Zurück. Jetzt haut's ab. Und Mario ist am Hüpfen. Na komm. Auf den Deckel. Hier auf den Deckel. Verdammt. Die Deckel setzt sie wieder auf. Bomben zurückwerfen. Na komm, jetzt während sie noch da sitzt. So, sehr gut. Auf den Deets. Ein Dreifachmond, ein Powermond. Nimmt dieser Part doch noch ein gutes Ende.
Ein Multimond für dich. Kopfstandspyramiden, Snowdown? Showdown, wahrscheinlich. Oder war es ein Wortspiel? Oha! Da hebt es ab, die Pyramide. Fliegt davon wie ein Raumschiff. Oder was? Das Loch in der Wüste. Und das kümmern wir uns im nächsten Part. Im nächsten Part geht's rein. In das Loch in der Wüste. Diese miesen Doodles hat's uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiterhin in unsere Monde. Es ist Nacht geworden. Oh, die Kopfsteinpyramide schwebt. Und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bowser am Werk. Der Kerl bringt uns immer wieder nur alles durcheinander. Gut, durch nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Da geht's ja unter die Pyramide ins Loch hinein. Na dann. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Das Loch in der Wüste. Da steht er frierend mit seinem Sombrero, der Mario, und auf geht's. Wir brechen mal auf zum Loch in der Wüste, machen uns mal hin und kümmern wir uns mal. Oh, es ist Nacht. Neue Kreaturen, die scheinen böse zu sein. Die wollen was von uns. Die wollen nur unser Bestes. Aha, vergraben sie wieder auf Sand. Sehr gut. Können wir auch mit dem Hut? Wir können auch bestimmt mit dem Hut irgendwie reisen. Da müssen wir hin. Können wir doch bestimmt hier mal eben. Sehr gut. Haben das auch mal demonstriert. Schnellreise machen. Es ist Nacht. Im Wüstenland. Wir müssen zum Loch in der Wüste. Wo das auch sein mag. Da ist es. Und wir sind dort. Es ist ein bisschen Weg noch. Aber das kriegen wir hier hin. Okay. Wir noch nicht jetzt nichts aktiviert. Okay, versuchen mal ohne die Strahlen hier zu aktivieren, ohne die Laserstrahlen, die Steine zerstören, zu aktivieren. Vielleicht geht's auch ohne. Ich weiß ja nicht. Es könnte klappen. Ja, es klappt. Sehr gut, man muss sie nicht aktivieren. Man muss die zerstörerischen Kräfte nicht für sich in Anspruch nehmen. Man kann auch über die Felsen hier rüber hüpfen. Ist auch ein Weg. Muss nicht immer alles erst gleich zerstört werden. Nicht immer so zerstörerisch sein. Die Münzen holen wir uns. Sehr gut. Warum wir hier nicht hinfliegen konnten mit der Mütze, weiß ich auch nicht. War doch hier ein Checkpoint. So, hier gab es die Mondstücke. So, da hinten müssen wir hin. Ich weiß nicht, ob wir auf dem richtigen Kurs sind, aber okay, den Mund haben wir schon. Vielleicht haben wir trotzdem irgendwie grün auf. Naja. So, jetzt hier mal rüber. Ja, den letzten Part haben wir diesen Part haben wir irgendwie mittendrin beendet. Ja, habe ich ein bisschen mich in der Zeit verguckt. Es war natürlich nicht das Ende des Parts. Es ist natürlich, ja, dem verschuldet gewesen, dass ich ein bisschen länger gespielt habe, dass jetzt das die Sache mit der Pyramide noch zu Ende bringen wollte, am Tag, dass die Tagesmission noch geschafft haben. Diesmal habe ich mir einen Timer gestellt. Das heißt, wir machen jetzt hier. Oh, Taxi.
Na komm. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Aber später können wir das dann dort als Taxistelle benutzen. So schaut's aus. Und da sehe ich einen Mond ganz oben. Da möchte ich hin. Ich werde es zumindest versuchen. Okay, was passiert hier? Ach, hier ist noch eine Tankstelle. Ich kann etwas anderes auf der anderen Seite des Gemäldes sehen. Okay. Hinein. Kommen wir jetzt in eine andere Welt, in der wir noch nicht waren. Wie wird jetzt hier gespoilert oder was? Das könnte sein. Es wird hier einen kleinen Spoiler geben. Dann tut's mir leid. Tatsache. Auf einem einsamen Dach. Ein Mond für dich, Geheimfahrt nach New Donk City. Ja, das ist so ein kleines. Einmal zurück hier. Kleiner Teaser hier schon. Das kommt noch später. Das ist. Wir holen uns hier schon den ersten Mond für das nächste Gebiet. Das ist jetzt hier. Ja gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Und zurück geht's. Teleportation. Und da oben, den Mond da oben, den kriegen wir wahrscheinlich irgendwie nur aus einem Gemälde von New Donk City aus. Ich verstehe. Da kommen wir jetzt noch erstmal nicht hoch. So. Das Loch im Boden. Da lebt ein Hobbit. Und wo kommen wir denn hin? Zur Pyramide. Hast du hier die Orientierung verloren? Das war doch hier ganz in der Nähe. Das ist doch hier. Da haben wir doch hier diesen. Dieses Eismonstrum. Pakete. Ausgeliefert. Müssen wir mal hüpfen. Ja, Stammvater, ich weiß, wie es geht. Ein Mond für dich. Vom Taxi gefallen. Ja, gut. Achso, die Pakete sind vom Taxi gefallen. Verstehe. Und der hat einen dreifachen Mond. Ich befürchte, dass wir gegen die noch kämpfen müssen. Ist der noch ein Boss wird hier. Bossfight wird er noch abgeben. So, aber wo ist hier? Wo ist das Loch am Boden? Ich habe mich, glaube ich, verirrt. Wie war mein Kaktus hier los? Der ist sicher ein Mond. So nicht. Okay. Ein seltsamer Kaktus. Ah, da ist die Pyramide. Das ist das Loch im Boden. Geradeaus hin. Lass uns nicht treffen. Geronimo. Ich wollte gerade reinspringen, aber gut, rutschen wir halt. Du sagst das, Käppi. Oh, Eiswelt. Hier ist eisig. Im Untergrundstempel. Daher kommt wohl die Kälte. Scheint mir fast so. Nicht runterfallen hier. So, wir brauchen dich, Kollege. Na komm. Mach kaputt. Und jetzt hier weiter durch. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Nicht runterzufallen. Es glitschig hier. Und springen müssen wir dann auch noch. Hawaii. Wo kommen wir denn hier hin? Okay, hier geht's weiter. Und da gibt es ein paar lilane Münzen. Nicht rot, lila. Farben lernen mit Zwergen. So hier in die Ecke. Nicht runterfallen. Da geht's weiter. Geh geradeaus. Aha. Könnte ich dich
gerade mal loswerden. Mr. Goomba, ich habe hier noch eine Mission zu erledigen. Bevor wir uns bekämpfen. Dann bekämpfen tun wir uns nicht, aber... Bevor ich dich kapere. Oh je. Jetzt haben wir den Goomba besiegt. Hätte ich vielleicht noch gebraucht. Nicht gebrauchen können. Das war vielleicht schlecht. Können wir da noch irgendwie hoch? Gibt's eine Münze? Sieht nicht so aus. Den Goomba hätten wir vielleicht für den Goomba-Turm da brauchen können. Oha. Jetzt wurde ich ja erledigt. Na super toll. Na super toll. Also von vorne hier. Na schöne Wurst. Nein. Nicht fallen, Mario. Alles so glitschig hier. Eisig kalt. Hüpf, hüpf. Schließlich ein Jump and One. Nicht ein One. Ein One ist es auch in gewisser Weise. Na toll. Den schon wieder besiegt. Wir brauchen den doch bestimmt. Ich weiß ja nicht, aber... Den wir bestimmt gebrauchen können. Das ist auch der von... Nee, das ist nicht der von hier oben. Dann tun wir den mal kapern. So, let's go, Goomba. Let's go, Goomba. Die neue Pokémon-Edition. Mit Goomba. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir sind Freunde. Dann werden wir trotzdem von den Aktien attackiert. Wie geht denn das? Verdammt. Das ist nicht hilfreich. Wir müssen den Goomba-Turm auf den Kopf springen, um den. Naja, ich weiß ja nicht. Oh, so geht's. Kommen wir den einmal hoch. Einmal drauf. Jetzt sind wir ein riesiger Goomba-Turm. Ach, da kommen wir an den Mond ran. Sehr schön. Gewagte Aktion, aber... Oha. Ach, wir hätten beide Goombas nehmen müssen. Das war ein bisschen falsch. Müssen wir unterm Mond stehen. Sehr gut. So geht's. An der Spitze des Goomba-Turms. Und kaputt werden sie gemacht. Das ist Marios Dankbarkeit. Für die Missionserfüllung. Ja, hier mal lang. Nicht umfallen. Nicht runterfallen. Schlechte Kameraeinstellung. Verdammt. Das ist glitschig. Und jetzt? Wo gehst du lang? Ins Nirgendwo. Achso, da gibt's. Der hat noch mit dem Goomba-Turm noch reingekonnt. Ich versuch's mal mit dem hier. Wenn wir eine Münze noch kriegen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir es auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der Goomba-Turm noch hoch genug ist. Versuchen wir es mal. Und Goomba-Turm. Kleinerer Goomba-Turm. Na komm. Hier rüber. Knappe Sache. Ja, mit einem höheren Goomba-Turm wäre es machbarer. Ich muss jetzt abspringen. Das ist ungefährliche Sache. Na komm. Wir versuchen es. Oha, ja, na, lassen wir es bleiben. Das ist es nicht wert. Für viel weniger Münzen müssen wir mit einem höheren Goomba-Turm hingehen. Vielleicht jetzt bei dem Versuch. Aber jetzt vielleicht einen höheren Goomba-Turm. Also nehmen wir dich mal mit. Mach hops. Sehr gut. Zwei Goombas.
Okay, das kriegen wir nicht zerstört, das Eis. So, hier. Jetzt mal kurz absetzen. Kleinerer Gumbaturm, großer Gumbaturm. So, sehr gut. Den Mond müssen wir nicht mehr kriegen. Münzen sammeln. Gumba-Getürme. So. Mal ganz vorsichtig langschlittern. Mal ganz schnell rüber. Das müsste doch jetzt ein leichtes werden. Sehr gut. So kann man es auch machen. 20 lila Münzen in dieser Welt. Da können wir uns was Schönes kaufen. So. So kann man auch lang. Muss man die Blume nicht nehmen. Na komm, hier ist doch nicht mal rutschig. Sehr schön. Und nun? Google Video oder irgendwas? Ach, Kacke. Die explodieren jetzt hier an dem... Wenn es hier vernichtet. Von dem Strahl hier. Na, einen haben wir gekapert. Jetzt den Hindernissen ausweichen. Sonst wird es tragisch. Knappe Aktion hier. Wir müssen uns einen neuen holen. Die haben so schöne Mützen auf. Da müssen wir sie zweimal kapern. Oh nein, da kommt ein Kollege. Ausweichen. Vielleicht müssen wir auf den Kollegen umspringen. Um jetzt hier nicht runterzufallen. Oh, ha, sehr knappe Aktion. Haben wir aber geschafft. Irgendwas sagt mir, dass da jetzt der nächste Bosskampf kommt. Tiefster Untergrund. Ja, da muss doch hier die Ursache des Eises bekämpft werden. Oder nicht? Okay, wo sind wir hier? Eine Art Maya-Tempel. Schaut fast so aus. Oha, was sehe ich da? Was steckt da oben im Turm drin? In der Decke des Turms drin. In der Decke des Tempels. Na toll. Müsst ihr noch Schaden nehmen. Das ist gut. Das ist ein guter Beginn hier für den Bosskampf. Mit einem Herz da reingehen. Das ist ratsam. Ups, noch beschleunigen. Und rein hier. Auf ins Getöse. Auf ihn mit Grubel. Hoffen wir, dass wir es gut hinkriegen hier. Oh, mit ZR und ZL kann ich zoomen. Dass ich mich nicht besiegen lasse. Wo ist der Ring hin? Wo ist... Du hast den Ring gestohlen. Ich bräuchte mal hier ein Herz. Jetzt zerstören. Hier. Geh drauf. Autsch. Achso, das ist schon gut hier. Jetzt kann man hier ausweichen. Bats in your face. Nimm dies. Das ist ein Herz für mich. Ja, ein Herz für mich. Sehr gut. Das kann ich gebrauchen. Na komm, schlag zu hier. Wenn ich das nächste Herz kriege. Schlag zu. Oh wei. Jetzt kommen erstmal Eissplitter. Na hierher. Na komm, hier. Capture. Na komm, einmal rum und... Oha. Oha. Werden aufgehalten. Ins Gesicht. Perfekt. Sehr gut. Da ist ein Herz. Ich meine, dein Herz zu sehen. Sehe ich falsch? Ja, es ist aber noch unter der Eisdecke. So hier hinein. Oha, oha. Gefälliges Handklatschen. Na komm, hier. Komm her. Oh nein. Das Herz habe ich jetzt nötig. Na komm, hier. Auf den Eissplitter drauf. Na komm. Oha, oha, oha.
Jetzt wird schwierig. Ich muss ausweichen. Bats. Das müsste es gewesen sein. 3 Treffer. Besiegt. Der Multimond ist unser. Die Wüste ist gerettet. Ein Multimond für dich. Das Loch in der Wüste. Haben wir es auch noch geschafft. In diesem Part. Großartig. Es ist groß und es ist artig. Puh, so heiß. Aber das war ja der Sinn der Sache, was? Bleiben wir daran und knüpfen uns Bowser vor. So, was jetzt erstmal machen will. Haben wir genug Powermonde? Gabby sagt schon. Um in das nächste Land zu reisen, das kannst du überprüfen. Wirf mich auf den Globus. Das machen wir doch glatt. Wir haben schon viele Monde. Aber reicht es auch? Oder müssen wir noch ein paar sammeln hier im nächsten Part? Wir werden sehen. Es reicht vollkommen, wie es ausschaut. Nee, die Odyssee benötigt noch 2. 2 brauche ich noch. Ah ja, da ist auch oben eingeblendet. 2 Monde müssen wir noch sammeln. Gut, das machen wir im nächsten Part. Dann sammeln wir noch 2 kleine Mönchen. Und dann geht's im nächsten Part auch wahrscheinlich schon weiter ins nächste Gebiet. Ins nächste. Starten wir schon in den nächsten Landen. Nächsten großen Planet. Im Universum. Gut, na dann. Jetzt wirklich eine Verabschiedung. Ich hatte schon 2 Verabschiedungen hier im heutigen Part. Ja, gut, schadet nicht. Däumchen nach oben, es wird euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns im nächsten Part. Nochmal 2 Monde fangen und dann geht's direkt weiter im nächsten Lande. Bis dahin, haut rein, habt einen angenehmen, festlichen Tag und man sieht sich. Bis dahin, ciao, ciao.